Hallo, ich zeige euch hier, wie dieser Automat mit der für meinen Kanal ungewöhnlichen Notation Eingaben verarbeitet. Und zwar zeige ich das für das Beispielwort ABC. Und damit ich nicht so viel schreiben muss, lasse ich die Einträge weg, wenn sich dieser Eintrag sowieso nicht ändert. Also, wir fangen hier an mit einem leeren Stack im Zustand Q0. So, dann nehmen wir diesen Übergang und der sagt, ich soll den S-Dollar auf den Stack pushen. Das heißt, ich gehe in den Zustand Q1 und auf dem Stack habe ich dann S-Dollar. So, die Eingabe bleibt gleich, deswegen schreibe ich die nicht jedes Mal jetzt mit hin. So, und das Einzige, was ich jetzt machen kann, ich kann jetzt dieses S vom Stack lesen mit diesem Übergang hier, wo ich in den Zustand QS übergehe. So, ich habe das S von dem Stack gelesen und die Eingabe bleibt gleich. So, und jetzt ist die einzige Möglichkeit, die ich habe, diesen Übergang hier zu nehmen, indem ich A, B, C auf den Stack pushe und mich wieder zurückbewege in Q1. So bin ich wieder in Q1 und ich habe jetzt A, B, C Dollar auf dem Stack. So, was ich jetzt machen kann, ist, ich kann jetzt das A von dem Stack lesen, indem ich in diesen Zustand übergehe, in QA. Und das A habe ich vom Stack gelesen, dann habe ich noch BC Dollar übrig. So, und von hier kann ich jetzt das A aus der Eingabe lesen. Das heißt, jetzt verändert sich zum ersten Mal das Eingabewort. Hier hatte ich noch ABC als Eingabewort, jetzt habe ich das A gelesen, jetzt habe ich noch BC und ich gehe wieder in Q1 und ja, den Stack lasse ich jetzt. Der Stack hat sich jetzt bei diesem Schritt hier nicht verändert. So, jetzt bin ich in Q1. Kann jetzt wieder mit dem Stack arbeiten. Ich kann jetzt das B lesen. Das heißt, ich nehme diesen Übergang hier. Damit habe ich das B von dem Stack gelesen und bin jetzt in QB. Dann kann ich nur noch diesen Übergang nehmen, indem ich wieder ein kleines b auf den Stack schreibe. So, dann bin ich in Q1. Jetzt kann ich in diesen Zustand übergehen und damit das kleine b von dem Stack lesen. Jetzt bin ich hier in QB. So, und von hier kann ich jetzt das nächste Eingabesymbol lesen. Also habe ich jetzt hier nur noch. Hier hatte ich noch BC als Eingabe, jetzt habe ich nur noch C als Eingabe und gehe wieder in Zustand Q1, wobei das Stack hier jetzt gleich geblieben ist. So, und von Q1 kann ich jetzt diesen Weg nehmen. Ich kann das große C von dem Stack lesen. Dann habe ich nur noch das Dollarzeichen übrig und bin jetzt in QC, also in Q mit dem großen C. So, dann habe ich hier zwei Möglichkeiten. Der Automat, wenn er nicht deterministisch ist, also der Automat ist nicht deterministisch, er wird jetzt beide Möglichkeiten ausprobieren. Ich zeige hier aber nur die Möglichkeit, die zum Erfolg führt. Ich pushe jetzt das kleine C auf den Stack. So, dann bin ich wieder in Q1. Jetzt wird mein Platz hier langsam knapp. So, ich bin in Q1. Ich kann jetzt diesen Übergang nehmen, wo ich in den Zustand Q mit dem kleinen c übergehe und das c aus der Eingabe gelesen habe. Wo ich das c von dem Stack gelesen habe. Auf der Eingabe ist noch übrig. Jetzt nehme ich den Weg zurück, wobei hier das c von dem Eingabewort gelesen wird. Dollar bleibt ja auf dem Stack. Ich bin wieder in Q1. Und jetzt von Q1 kann ich als allerletzten Weg jetzt noch diesen hier nehmen, wobei ich das Symbol hier, das Kellersymbol von dem Stack lese und ich bin in Q2 meinem Endzustand und damit hat der Automat das Wort akzeptiert.